Und es war einfach wenig Bereitschaft vorhanden, eine ja, für uns komplexe und für uns auch anfällige Technologie wie Oracle weiter zu investieren. Man muss halt dazu sagen, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, wir nehmen nicht die Millionen aus in die Hand und schmeißen jetzt mit einem Reporting- und Analysesystem, sondern wir backen dann noch ein bisschen kleinere Brötchen als jetzt Tesco oder so. Und hatten zum Beispiel jetzt auch, weiß nicht, wenn ich irgendeine große Bank habe oder die Herrscher, also Senior Oracle, Datenbank Administrator rumsitzen, das haben wir halt nicht. Die Oracle ist bei uns so durch ein Projekt mit ins Haus gekommen und dann war sie da und dann haben wir halt ein Data Warehouse draufgebaut und haben zum Teil unseren Herzen gestoßen. Damit so dieser Rahmen klar ist, wo wir uns eigentlich bewegen. So in etwa ganz simpel sah unsere Architektur vorher aus. Wir haben also in der Mitte, sage ich mal, unsere Verhältnisse zur großen Oracle-Datenbank gehabt, die wir, wenn man jetzt so DBH-architekturmäßig denken würde, ein Staging-Layer hatten, wo wir also Daten aus Quellsystemen aufnehmen. Quellsysteme sind dann sowas wie Shop-Systeme oder Informationen von Logistikdienstleister. Oder bestimmte Tracking-Informationen aus dem Marketing, wie die Firma WebTrack, die vorhin erwähnt wurde. Darüber so einen, ich sag mal, logischen Layer oder Business Layer, wie man es auch bezeichnen möchte, wie Kennzahlen berechnet werden, die also Logik abgebildet haben. Das funktioniert bei uns mit einer Menge PSQL-Code und zum Teil mit Open Source ETL-Tools. Und dann oben als letzten Layer Aggregationen fürs Frontend, wo das Frontend das Ergebnis des Objects ist. Also vom Setup her eigentlich überschaubar. Genau, und letztendlich war also die Situation schon so, die das ungefähr eine Kiste, die wir haben, wo irgendwie ziemlich viele Aufgaben erledigen musste. Sie musste zum Beispiel so einen ETL-Lauf abbilden, also Kennzahlen berechnen, Datengraph, wo die Daten jetzt Daten drin sind, musste zeitgleich auch noch das Frontend oben rauslegen, wo wir halt mehr oder weniger kontrollierbaren Traffic drauf bekommen haben. Wenn man das werten würde wollen, dann haben wir gesagt, okay, unsere Oracle-Datenbank, die wir haben, die ist irgendwie, die ist schon leistungsstark. Wir können mit den Dingen das machen, was wir wollen, was die Berechnung von Kennzahlen angeht, was die Aufnahme von neuen Informationen angeht, was einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit von neuen Projekten angeht. Wir haben da zu dem Zeitpunkt ungefähr 70.000 Zeilen PSQL-Code drin gehabt, halt entwickelt von einem relativ kleinen Team, der aber schnell war, gut funktioniert hat. Wir sind immer da, sage ich mal, an Probleme gekommen, wenn es darum ging, irgendwo oben raus, Richtung Frontend, Richtung Intermin, Richtung Fachabteilung, die Daten wieder rausgeben zu können. Und letztendlich hier eine Datenbank, die super schnell rechnet und super schnell Zahlen bereitstellt. Alles korrekt, alles schön, alles richtig in adäquater Zeit, aber die Zahlen nicht schnell genug oben raus wieder rausbringt. Irgendwie nicht zielführend, also damit erreicht man das Ziel nicht, darum geht es nicht. Und deswegen haben wir uns halt auf die Suche gemacht nach einer Lösung, die uns genau bei diesem Painpoint hilft, dass wir jetzt sagen, wir müssen die Daten, die einmal fertig sind, schneller rauskriegen. Was hier unten ist, ist einfach ein Screenshot aus dem Oracle Enterprise Manager, das Tool ist ein Monitoring-Tool für die Datenbank. Was man halt hier sieht, dieser große blaue Berg, ist letztendlich IO-Last auf der Datenbank, also Datenverkehr, sage ich jetzt einfach mal, die Daten ausliefern muss. Und das ist halt so ein typischer Montag. Das fängt halt morgens um an und geht dann halt bis Montagnacht hindurch, bis darauf, wo die ganzen Sachen erledigt worden sind. Wobei man ja diese horizontale Linie quasi eigentlich als Kapazitätsgrenze ansehen kann. Das heißt, also, wir waren mit dem Ding einfach an der Grenze und, wie vorhin schon gesagt, wenig Bereitschaft in die Technologie noch weiter zu investieren. Dann haben wir uns dann auf die Suche nach was anderem. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir eigentlich auf euch gekommen sind. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwann sind wir auch mal zu genau so einem Roadshow-Termin gegangen und haben dann gesagt, okay, gucken wir uns mal an. Und haben uns das ein bisschen genauer angeguckt. Und das sind letztendlich die Gründe, warum wir gesagt haben, okay, Exasol ist das, was uns helfen kann. Wir wollen es ausprobieren. Ich glaube, damit trete ich euch nicht zu nahe, wenn man sagt, eine Datenbank mit Fokus auf Leseoptimierung. Also, ich habe es von selber schon gesagt, man würde wahrscheinlich keinen Webshop auf Basis von Exasol betreiben, aber halt irgendwo mehr oder weniger aggregierte Informationen schnell auslesen und schnell ausliefern zu können, das ist sicherlich genau das Richtige. Viele Schnittstellen inklusive SQL-Standard waren für uns besonders wichtig. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir halt die Strategie verfolgen, zusammen mit unserem Fachabteilung und das Reporting zu machen, dass wir dafür ein SAP Business Objects haben, wo wir die Fachabteilung arbeiten. Und wir sind eigentlich grundsätzlich bereit, um alles möglich über den Haufen zu schmeißen und zur Not auch Sachen nochmal neu zu machen, wenn wir damit schneller sind, als irgendwie alte Leichen zu optimieren.
Was bei uns aber gesetzt war, war das Thema Business Objects, weil es einfach so breit in der Fachabteilung vertreten war, dass wir gesagt haben, okay, da kommen wir so schnell jetzt nicht mehr raus und das können wir nicht ablösen, egal wie ein mögliches Ziel jetzt einfach aussehen könnte, dieses Object ist halt gesetzt. Und damit wurde halt dieser Punkt ganz wichtig. Es gibt ja auch einen Open Source Markt und in diesem, manchmal ganz, ich beschreibe es jetzt mal, diese NoSQL-Welt, genug Varianten, mit denen man wahrscheinlich schnell Daten aggregieren und auslesen kann. Aber bei vielen kommt halt der Punkt, dass man halt genau da einfach Schwächen zeigen, beziehungsweise das nicht bieten, das halt für uns essentiell ist. Ja, intelligente Software statt teurer Hardware war so ein bisschen das Credo. Wir haben halt gesehen, okay, es ist bei Unternehmen, die wir kennen, wo wir auch persönliche Kontakte haben, erfolgreich im Einsatz und funktioniert gut. Da ist ein bisschen diese Skepsis am Anfang schon genommen worden. Und es hat halt eine gewisse Nähe zur Oracle versprochen. Das kam zusätzlich auf den kurzfristigen Angriff von diesem POC, was ich sehr mutig finde. Finde ich gut. Das ist halt, genauso haben wir das dann auch gemacht. Vielleicht, wie wir mit dem POC umgegangen sind, wie wir das Projekt umgesetzt haben, komme ich gleich noch drauf. Letztendlich sah also das mit Exasol sieht die Architektur jetzt letztendlich so aus, Oracle weiter da, Oracle weiter natürlich unter die Kennzahlen, funktioniert gut und schnell. Wir haben halt diesen unteren Layer sozusagen in die Exasol ausgelagert und gehen halt so von der Untergrund auf. Alleine dieser Schritt dahin war für uns, also hat uns schon gerettet. Ja, das ist, hat uns eine Menge Luft verschafft. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben halt eigentlich ging es relativ fix nach so einem Roadshow-Termin, wie fand heute hier. Ich glaube, zwei oder drei Wochen später den Vertrag mit dem POC unterschrieben und haben dann halt so eine große schwarze Box geliefert bekommen, die stand halt auf Rollen. Dann war der Thomas Scholz von Exasol da, hat das Ding aufgeschlossen, dann so einen Keller und dann noch so einen kleinen Serverraum mit Stromkabel rein, Netzwerkkabel rein. Und dann haben wir angefangen und haben halt als ersten Schritt erstmal gesagt, okay, wir wollen. Wenn man hier nochmal zurückgeht, halt diese Anbindung von unten nach oben durch erstmal hinstellen. Das hat uns ungefähr zwei Tage gekostet, also zwei Tage Zeit, mit zwei Leuten draufgesessen haben, an dem Thema gearbeitet haben. Und dann waren wir nach zwei Tagen also schon an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir können Informationen einmal irgendwo in Oracle berechnen, dann extra weiterleiten und oben aus dem SAP-Büro wieder rauslesen und so ist es stabil funktioniert. Den relevanten Datenbestand, also letztendlich der Teil der Daten, die auch reportet werden sollen, komplett in das Exasol-System transportiert. Da waren an ein paar Stellen ein paar Umbauten notwendig, aber also drei Tage ist halt auch fix. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Das heißt sogar nach einer Woche so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben alles, was wir Informationen haben, jetzt in diesem Exasol-Testsystem drin. Und wären eigentlich da gewesen, wenn es total mutig gewesen wäre, hätte man auf den Knopf drücken können und sagen können, gut, dann gehen wir jetzt weiter. Haben wir nicht gemacht, wir haben halt schon nochmal ein bisschen Performance-Test gemacht, haben uns also einen typischen Montag genommen und haben also alle Berichte und alle Analysen am Montag angefertigt worden auf das Testsystem auch aus dem Testsystem ausgeführt, um uns halt einfach mal anzugucken, wie viel hinter dem Versprechen steckt. Und sind da aber mit ziemlich vernünftigen Ergebnissen rausgekommen. Genau, was wir als nächstes gemacht haben, ist unterschiedliche Konstellationen getestet. Man muss dazu sagen, die Maschine, die jetzt zum POC geliefert wurde, die ist, glaube ich, ziemlich potent ausgestattet. Also das korrigiert mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, Franz, aber ich glaube, das war schon nicht ohne. Also das ist, glaube ich, deutlich größer dimensioniert als das, was wir jetzt tatsächlich zu stehen haben. Und haben halt in diesem POC auch mit Unterstützung von Exasol unterschiedliche Konstellationen durchgespielt, haben halt einfach mal die Arbeitsspeichergröße, die im System zur Verfügung steht, die auf Minimal-Setups runtergefahren, letztendlich ist das ja auch den Lizenzrelevant, variiert, haben unseren Datenbestand vervielfacht, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit kommen wir mit welchem Setup. Und das sah halt wirklich alles extrem vielversprechend aus. Wir waren halt sozusagen nach zwei Wochen so weit durch, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen, die Anwendung funktioniert, wir haben die Anwendung einmal gemacht, wir können sehen, was kommen oben halt die richtigen Zahlen raus, es funktioniert halt end-to-end, wir haben gesehen, es ist schnell genug, wir haben gesehen, es ist zumindest so weit, wie wir denken und irgendwie planen für Zukunft sicher. Und haben halt dann aus diesem drei Wochen POC noch eine Woche Zeit gehabt, einfach schon das zu implementieren. Wir wussten nach zwei Wochen, wir werden es kaufen. Und dann haben wir noch eine Woche Zeit gehabt, um letztendlich die ganzen Mechanismen durchzuentwickeln, die wir nachher brauchen, wenn wir das System live betreiben.
und haben uns dann unter noch einen Vertrag geeinigt. Ja, als dann der Vertrag unterschrieben war, die Lizenz da war, hat es auch mal ins Rechenzentrum ungefähr nochmal 2 Tage gedauert, bis die Hardware soweit extra verkabelt war und hingestellt war, dass es live genommen werden konnte. Haben dann quasi die Sicherungskopie aus dem PLC auf das System eingespielt, also das wir nochmal neu einrichten mussten. Das, was wir im PLC schon erarbeitet haben, einfach 1:1 übernommen. Haben die letzten Schritte noch durchgeführt, die, sage ich mal, notwendig waren, diese Kette, Oracle, über die Kennzahlen, schickt die fertigen Ergebnisse also durch von Exasol, logische Kette vollständig zu automatisieren. Dafür haben wir uns nochmal ein paar Zeit ungefähr genommen. Und dann Step by Step das Frontend angefangen, auf das neue System umzustellen. Wer SAP Business Objects kennt, das funktioniert halt mit dem IO-Sprech, sogenannten Universen, das sind letztendlich quasi so Metadaten-Mappings, die sagen, ich habe eine Kennzahl ABC und die ist auszulesen aus Tabelle XY-Feld ABC. An der Stelle waren überschaubare Anpassungen notwendig, da ging es so ein bisschen um Datumsfelder, die anders behandelt wurden. Zwischen dem POC und dem Vertragsabschluss war natürlich noch ein paar Wochen Luft, aber wenn man die Zeit mal zusammenzählt, man sagt jetzt, man hätte die Zeit am Stück gehabt, sind wir mit ein bisschen mehr, also inklusive POC, mit ein bisschen mehr als 5 Wochen hingekommen, um das System halt komplett live zu nehmen. Also komplett den Schwerpunkt und halt die Sachen einfach live zu nehmen und damit zu arbeiten und so Vertragsabschluss zu lassen. Die letzten 4 Tage haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr jetzt zum Jahresende gemacht, um einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Da kann ja doch mal vorkommen, dass man etwas krachen geht, dass etwas nicht so funktioniert, wie man sich das überlegt hat. Und als unsere ganz lieben Kollegen zum Jahresanfang wieder da waren, gab es dann Jubelschreie, weil es war für uns also eine gigantische Verbesserung. Ohne jetzt irgendwie die Oracle-Daten schlecht reden zu wollen, die war ganz sicher nicht optimiert, wenn man da jemand 2 oder 3 Leute angesetzt hatte, die seit 20 Jahren Oracle machen, die das Ding 100%ig auch schneller gekriegt. Das soll jetzt hier kein Oracle-Bashing werden oder so. Für uns war es halt die Variante, wie wir damit umgegangen sind. Und wir haben halt, also teilweise also wirklich signifikante Verbesserungen erreicht. Halt Analysen und Berichte, die zum Teil 7 Stunden liefen, sind auf wenige Minuten runtergeschrumpft. Und das ist auch heute noch so. Also es hat sich jetzt nicht irgendwie 4 Monaten auf einmal bei wachsender Datenmenge angefangen zu verschlechtern, sondern es funktioniert auch. Und haben dann 18 Stunden Montag von 1 Stunden Montag runter. Also das ist 18 Stunden blaue IO-Monster auf 1 Stunde runtergedrückt. Und sind halt tatsächlich bis auf eine einzelne Ausnahme in jedem Anwendungsfall schneller gewesen als mit der Oracle-Daten. Wobei man auch zugeben muss, der eine Anwendungsfall, der ist halt so ein kleines Experiment, das ist letztendlich eine Tabelle, die ungeheuer breit hat, der sehr breit ist. Und, das geht schlecht, das war natürlich ein bisschen in die generelle Implementierung, in die generelle Taktik rein. Aber also zusammenfassend kann man schon sagen, also wirklich gigantischer Fortschritt für uns. Wir haben auch dementsprechend positives Feedback aus den Fachabteilungen gekriegt und sind damit jetzt auch irgendwo auf den Punkt gekommen, wo wir auch viel mutiger Sachen umsetzen und implementieren können. Vorher war es halt schon so, im Herbst gibt es eine erste hier, wo ist jetzt noch ein, da machen wir Leute drauf und dann wird alles noch langsamer und oh Gott, da können wir jetzt nicht mehr weitermachen und jetzt ist halt, jetzt sind wir halt irgendwie so wieder vor der Welle und können halt auch immer eine witzige Sache machen. Genau, und so ein positiver Nebeneffekt ist halt noch dadurch, dass wir jetzt einfach das Oracle-System halt tagsüber für uns haben. Das ist auch in der Entwicklung ja eine ganze Ecke leichter geworden und man kann einfach auf dem Live-System auch mal Performance-Test machen, kann sich mal eine unterschiedliche Implementierung angucken. Und tatsächlich auch dem System, wo es dann nachts auch laufen soll, in dem normalen ETL-Prozess. Und was ich noch erwähnen möchte, weil das ist mir immer relativ wichtig, ein Incident hatten wir mit dem Wirtin-System, wo es einfach nur stehen geblieben ist. Wir haben auch oft genug schon mit dem Support von Oracle zu tun gehabt, oft genug mit dem Support von Business Object zu tun gehabt. Und da muss man aber sagen, Julia, gut ab, dafür, dass eigentlich so ein kleiner Laden sei. Da ist uns echt extrem schnell geholfen worden und vor allem auch eine sehr partnerschaftliche Art und Weise. Also jetzt nicht, hey, ist das neueste Update drin und haben Sie das gemacht, haben Sie hier, haben Sie da, sondern halt sehr, sehr lösungsorientiert. Und das hat uns schon gut gefallen. So, ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Was? Ich habe doch. Noch 3 Minuten. Okay, noch 3 Minuten, das ist in Ordnung.
wenn es irgendwie, denn die 3 Minuten sollte es irgendwie Fragen geben, fragen Sie mich, ansonsten wähle ich an dieser Stelle durch damit. Gut, danke.